zwar komme ich von einem Bewerber, der ein bisschen anderen Hintergrund hat als die meisten Bewerber. Ich fand ihn auf jeden Fall so gut, dass ich ihn auf jeden Fall direkt mal besuchen möchte. Für Schnee wie lange nicht mehr hier in Köln, aber jetzt ist alles am Schmelzen, es schneit nicht mehr. Wie einfach, hier ist schon frei. Überall tropft hier einfach nur so alles runter. Ah, es ist so schade, Leute, dass der Schnee nicht liegen bleibt. Auf der anderen Seite sollte ich vielleicht ganz froh sein, denn der erste Racing-Test steht ja an. Und bei Schnee könnten wir definitiv nicht fahren. Immerhin hier auf unserer Terrasse. Könnt ihr sehen, es hat wirklich ein bisschen geschneit, ja? Also alle Leute, die aus ein bisschen bergigeren Regionen kommen, die werden jetzt lachen, aber für Köln ist das hier richtig viel Schnee, ja? Wir kommen nicht zurecht bei dem Wetter. Der Flughafen war heute Morgen gesperrt für mehrere Stunden. Also Flüge wurden gestrichen wegen diesem bisschen Schnee hier. Dutzende Unfälle, soweit ich gelesen habe, aber nur Blechschäden. Aber trotzdem halt, die Leute verlernen auch Auto zu fahren. Ich finde Schnee aber ziemlich cool und eigentlich auch voll schade, dass der so schnell in meiner großen Stadt weg ist. Also in ein paar Tagen glaube ich nicht mehr, dass wir irgendwas davon hier sehen werden, wenn es sich nachschneit. Ich sitze gerade im Simulator, ich muss mich noch ein bisschen wieder vorbereiten auf die Rennsaison, auf die Strecke jetzt in Barcelona. Dass ich auch weiß, wo es rechts und links geht. Aber ich habe mir auch einige neue Spielkind-Bewerbungen angeschaut. Es kamen jetzt zum Ende des Monats nochmal so viele rein, also vielleicht muss ich sogar nochmal zwei Videos mit Bewerbern machen. Weil da waren echt coole dabei und es freut mich einfach immer extrem, wenn ich sehe, yo, da hat sich jemand die Mühe gemacht, was Kreatives zu erschaffen, weil er möchte mit mir zusammenarbeiten. Das ist echt so eine krasse Wertschätzung, deswegen danke an alle Bewerber und Bewerberinnen. Es war nämlich sogar eine Frau diesmal dabei. Aber wie gesagt, dafür mache ich extra Videos. Nur eine Bewerbung. Die war so gut, ja, die muss ich euch heute schon mal zeigen. Und zwar kommt die von einem Bewerber, der ein bisschen anderen Hintergrund hat als die meisten Bewerber, aber er scheint mir trotzdem sehr motiviert. Ja doch, motiviert erscheint er mir. Ich fand ihn auf jeden Fall so gut, dass ich ihn auf jeden Fall direkt mal besuchen möchte, um ihn auszuprobieren. Wir können ja mal die Kamera in die Hand drücken und gucken, ob er wirklich was drauf hat. Aber bevor ich lange rede, schaut einfach selbst sein Bewerbungsvideo. Also, ich dachte mir, wenn sich alle bewerben dürfen, dann kann ich das doch auch. Und deshalb dachte ich mir, dann bewerbe ich mich doch einfach mal. Und muss dazu sagen, also ich bin der Bernie. Und ich bin aus München und ich habe so, im Alltag arbeite ich und ich mache dann so mit Motorsportsachen rum, so mit Rennautos. Ja, aber da am Wochenende, also noch mehr zu tun habe, weil ich fahre die Saison ein bisschen weniger, dann dachte ich mir, habe ich ja mehr Zeit, dann könnte ich doch auch mich bewerben und könnte dann zum Beispiel dir da helfen. Das Problem ist nur, ich kann das noch nicht so gut. Ich kann zum Beispiel, ich habe auch schon mal so ein vom Film gemacht, so ein Selfie-Video. Kati ist da, Phoenix ist da, Flo 1, Anna, Flo 2, Heiko, Christian. Siehst du, in den Filmen gab der schon ganz gut, wie du gesehen hast. Schneiden kann ich also noch nicht so gut. Also Zwiebeln könnte ich schneiden zum Beispiel oder Papier. Aber nicht so, das mit dem Film, das habe ich noch nicht. Ich habe auch keine Filmschere irgendwie gefunden. Und also überlegst dir mal. Und wenn das gar nichts wird mit Team Spielkind, dann mache ich halt einfach wieder weiter mit Team GT. Aber was meinst du, würdiger Nachfolger für dich? Ja, ich glaube, die Konkurrenz kann da komplett einpacken jetzt, ja. Auf jeden Fall. Also, ich muss mir die anderen Videos nicht mehr angucken, ne? Nee, kannst du direkt nicht. Na gut, dann würde ich sagen, fliegen wir direkt zu dem hin. Ich meine, der ist gerade in Barcelona und da ist bestimmt noch ganz nett. Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Ja, eben. Ich bin fast fertig.
vergeht kein Testtag hier bei uns, ohne dass irgendetwas anfängt zu brennen, Leute. Es hat wieder gebrannt in meinem Auto, deswegen musste ich meine Session vorzeitig abbrechen. Das hier ist das Teil. Ich sollte es nicht anfassen, weil es ist total ölig. Kleiner Schlauch im Motorenraum, der ein bisschen undicht war. Und dann kommt da Öl raus und dann kommt es auf eine heiße Stelle und dann fängt es an zu qualmen. Und ich habe aus dem Auto rausgesehen, dass hinter mir qualmt. Und ihr wisst, ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Letztes Jahr gesammelt. Damit das dieses Jahr nicht mehr passiert, haben wir einige Änderungen am Auto. Probieren ein bisschen um. Wir haben ja auch zwei Autos hier. Das heißt, macht man auch verschiedene Lösungen auf beiden Autos, um zu gucken, wie man es halt am besten machen kann, damit sowas hier nicht mehr passiert. Dafür sind die Tests auch da. Und ich habe es Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt. Sonst wohl mir schon gesagt, wäre ich später eingekommen, wäre das Auto halt medium rare gewesen. Ist jetzt ärgerlich, weil kostet mich gerade ein bisschen Fahrzeit. Aber beruhigend zu wissen, dass nur das hier gebrannt hat und nicht noch mehr. Der Fahrer hinter mir kam gerade vorbei und er meinte, dass er Angst hat, dass sein Auto angezündet wird, weil er gesehen hat bei mir hinten das Feuer, wie er das heiße Öl auf sein Auto bekommen hat. Also ich weiß nicht, wie das dann brennen soll, aber er kam gerade hier und hat sich beschwert, ja? Sorry an der Stelle nochmal, aber so ist das. Hier ist auf jeden Fall das Auto. Ich wundere, warum das nicht im Spiegel Racing Design ist. Das ist noch ein Truck, das ist praktisch unser Reserveauto gerade. Da holen wir auch das Ersatzteil hier gerade her und bauen sie um das Auto ein. Wenn die Saison beginnt, fahren wir natürlich wieder im Spiegel Racing Design. Aber vielleicht ändern wir es nochmal ein bisschen um, machen es noch ein bisschen cooler. Genug Quatsch, ich sollte Hände waschen und dann geht's hoffentlich wieder ins Auto. Da haben wir den jungen Herrn ja. Endlich. Ich habe echt einen langen Weg auf mich genommen. Wir haben dich besucht. Wir haben dich ja besucht. Du hast gesagt, komm nach Barcelona. Ja, München-Barcelona ist ein langer Weg. Ich habe dich trotzdem auf mich genommen. Ich bin ja hier, wie du siehst. Wir haben dich auf jeden Fall gefunden. Ja. Du hast dich beworben bei Team Spielkind. Ja, ich habe mich beworben, weil... Ein gutes Bewerbungsvideo hast du gemacht, muss ich sagen. Ja, aber man muss sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich habe das durch Zufall erfahren. Wie du weißt, habe ich doch letztes Jahr von dir, gerade von dir und von Kathi, diese Auszeichnung bekommen für dieses Praktikum, das ich gemacht habe. Und das war ja mit Auszeichnung. Und gerade, dass derjenige, der ausgezeichnet wird für seine Praktikumsleistungen im Team Spielkind, gerade, dass der dann nicht eingeladen wird, speziell als VIP-Einladung für dieses Bewerbungszeremoniell, habe ich ein bisschen komisch gefunden. Deshalb habe ich mir gedacht, da mache ich halt so ein kleines Video und schicke es auch mal, weil ich finde, dass ich prädestiniert wäre. Und dass ich Wieso bist du prädestiniert für Team Spielkind? Weil A, wie gesagt, ich eben schon dieses Praktikumszertifikat habe. Also kannst du zum Beispiel überhaupt filmen, ne? Also schauen wir mal. Hier, du musst jetzt mal die Hand nehmen. Ich hab doch das. Ja, aber das musst du ja können. So, ja, genau. Ich hab jetzt doch hier. Ich glaube, ich guck mal. So. So, ist das. Paul, ist das okay? Ich finde, es sieht gut aus. Weiß nicht, ob du mich ersetzen kannst. Bin mir noch nicht so sicher. Aber ja, doch. Gut, Paul kann niemand ersetzen, aber einer muss es ja dann irgendwie so notfalls. Mit den Sonnenstrahlen. Aber ich kann auch so drehen. So. Ja, und hier wieder. Also das ist die Bernie-Cam gerade. Das ist die Bernie-Cam. Du kannst dann auf Kamerafahrt machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so längst ich kann mir eine Kamerafahrt machen. Muss ja, ich fahr doch. Ja, pass auf, ich fahr doch hier. Ja, du musst jetzt so ein bisschen auch runtergehen, so. Also runter und dann ich zeig mal so, ne? So. So. Komm auch jetzt so an den Schuhen längs, ja? Den Schuhen längs. So, und jetzt hier, Kamerafahrt. Kamerafahrt. Ach so, ich muss aber da hinten reingucken doch. Ja, so. Genau, und jetzt aufs Gesicht, ja? Aufs Gesicht. Hallo, meine Lieben. Hallo. Das ist die Bernie-Cam. Wir werden jetzt mal ein bisschen mit ihm noch testen, trainieren, ob er das auch irgendwie, ob er vielleicht ein guter, Praktikant oder Probezeit oder was auch immer für Team Spielkind machen kann. Aber ich habe doch. Es gibt aber auch andere starke Bewerber und die sind Bewerbungsvideo. Ja, haben aber auch andere gemacht, die waren auch sehr, sehr gut und die werde ich in den nächsten Vlogs nochmal auschecken und mal gucken, wer es vielleicht werden könnte. Aber Bernie hat auf jeden Fall auch seine Chance, sich dieses Wochenende mal zu beweisen. Also immer wenn ihr hier Bernie-Cam seht, dann finde ich auch. Bernie. Ich musste schnell weg. Und habe meine Filmschere, die Videoschere, wegen des Schneidens. Wenn ich die nicht mehr finde, kaufe ich mir eine neue irgendwo und dann schneide ich auch mal. Perfekt. Vorsicht, da möchte einer das machen, was wir hier nämlich eigentlich machen. Ein bisschen Rennen fahren, ein bisschen trainieren. Ich habe immerhin nach Barcelona mit hier eingeladen. Das stimmt, vielen Dank nochmal. Und deswegen möchte ich das ja auch nutzen. Und ein bisschen, siehst du, ich bin ja bereit, ich möchte jetzt wieder zurück in den Rennwagen. Team GT, Team gleiche Time. Ja, und gleicher Kameramann. Gleicher Kameramann. Perfekt. So, Bernie geht hier ausruhen und ich gehe zurück in den Rennwagen. Ach Mensch, Leute, zu früh gefreut, das Auto geht doch nicht mehr heute wieder so richtig zu fahren, beziehungsweise es fährt wieder. Aber mein Teamkollege ist heute noch fast gar nicht gefahren, deswegen darf der jetzt gerade in der letzten Session noch fahren. Ich darf hier morgen umso mehr. Egal, es war ein geiler Tag, Leute, einfach wieder im Auto zu sitzen und gerade als es trocken wurde, am Anfang war eine Rutschi, aber als es dann trocken wurde, wie viel Grip du hast. Ah, es fühlt sich so geil an, Leute, wenn du bremst und du merkst, das Auto ist so stabil und du gehst in die Kurve rein und liebes im Auto sitzen. Ist so ein großes Glück für mich, Motorsport betreiben zu können. Großes Dankeschön an
euch. Ohne euch wäre das sowieso nicht möglich. Und danke natürlich an Bernie, der es hier ganz direkt ermöglicht. Ich weiß trotzdem nicht, ob wir ihn als Praktikanten nochmal einstellen sollten, aber das ist nochmal eine andere Nummer, testen wir nochmal. Auf jeden Fall würde ich sagen, das ist eine saugute Einstimmung auf die Rennsaison 2019. Wir werden euch jetzt gerade nochmal hier unten die Termine ein, wo ich dieses Jahr fahren werde. Also wir starten Anfang April in Oschersleben. Das ist halbwegs in der Nähe von Magdeburg, Leipzig und so weiter. Also wenn ihr da aus der Ecke kommt, schaut gerne vorbei. Link zu Tickets ist in der Beschreibung. Dann werden wir aber auch noch auf dem Hockenheimring fahren, auf dem Nürburgring, auf dem Red Bullring in Österreich und in Zandvoort. Das heißt, einen Abstecher an die Nordsee nach Holland machen wir auch. Das heißt, wer da vielleicht gerade Ferien in Holland macht oder einfach so Bock hat, vorbeizukommen, ja. Die Rennstrecke ist direkt am Meer. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dann bei uns im Fahrerlager vorbeischaut, mal los sagt, was bei den Rennen anfeuert. Und naja, nicht zu vergessen, Sachsenring, da fahren wir auch noch. Ich fahre jetzt hier also weiter mit Team GT. Ich weiß, das Team kennt ihr noch aus der letzten Saison. Aber mit einem neuen Teamkollegen, also mit einem neuen Fahrer, mit dem ich das Auto teile. Wir beide werden zusammen um die Meisterschaft fahren in der ADAC GT4. Das wird nicht leicht, weil da sind richtig gute Leute drin. Also es wird ein schwieriges Jahr für mich. Aber das Ziel sind trotzdem gute Top-10-Platzierungen und uns in der Meisterschaft einfach einen ordentlichen Platz erobern. Deswegen müssen wir üben, trainieren, das Auto perfekt abstimmen und... Ja, peace out, ne? Ah, und peace out. Ist schon vorbei, abholen? Ja. Okay. Das war schon von heute. Wir sehen uns aber morgen nochmal. Morgen stelle ich euch eben meinen neuen Teamkollegen vor. Beziehungsweise wahrscheinlich kommt er doch übermorgen dann raus. Aber da lernt ihr meinen Teamkollegen kennen. Der ist ziemlich gut, aber auch ganz lustig. Ah, da ist er gerade. Hat er gerade nochmal hier schön. Nochmal kurz gepostet hat er da, ne? Der ist er schon, der kleine Schlingel. Den stellen wir euch im nächsten Vlog vor. Für heute war es aber. Vielen Dank fürs Zuschauen, drückt nochmal runter, wenn es euch gefallen hat. Oh ja, mach's gut. Ciao, ciao.